Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Harveys neue Augen. So, im letzten Part haben wir das Tutorial erfolgreich beendet und sollen jetzt im Auftrag von der lieben Edna eine Schaufel finden. Dann wollen wir die liebe Edna auch mal nicht enttäuschen und uns direkt auf den Weg machen. Gleichzeitig haben wir aber leider noch einige Aufgaben von der total netten Oberin und so. Ja, auf zum Schulteich. Mal hier, die Kellertür. Na komm schon. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Wir haben doch so eine Hake. Können wir die dann nicht reintun? Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Vielleicht mit dem Wollknäuel irgendwie so da durchschlängeln. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Ist okay. Gut, dann ein Kellerfenster. Was haben wir denn hier? Oh. Oh. Hallo, Lilly. Pinsel. Oh, okay. Was gibt's denn hier? Oh, hier so ein Magic Cube. Diese, ich drehe mir in Wolf-Teile und finde trotzdem nicht die richtigen Farben. Was haben wir hier? Noch eine Zahnbürste? So eine Sichel, womit man sich bestimmt die Augenbrauen wegsäbeln kann. Oh, Farbe? Ach, hier ist die Schaufel, die wir brauchen. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Konservendose. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Was ist, wenn sie ihrem Freund einen runterholen möchte? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Aber morgens muss ich Lilly doch die Haare machen. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Der Pokédex von irgendwelchen Pokémon-Trainern, die muss sie doch immer verteilen. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Aber sie muss doch für die Oberin auch noch das Beet umgraben. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Oh, okay. Ich höre ja schon auf. Aber wir brauchen trotzdem irgendwie die Schaufel. Wie kommen wir jetzt da durch diese Tür durch? Aber wir haben einen Pinsel. Kohle, einen Ofen. Okay. Können wir mit dem Pinsel was machen? Die Kellertür ließ sich nur mit dem Ja, ist okay. Können wir mit dem Pinsel nicht irgendwie hier so ein keine Ahnung, so die Oberin stinkt hinschreiben oder so. Oder hier das Ding so überpinseln, dass hier so, keine Ahnung, 3000 Grad angezeigt werden. Hier so schön ins Wasser tuk-tuk und dann hier so tsch, voll der fette Graffiti dran machen. Ach, naja, okay. So ein Brunnen. Oh. Dieser Geselle kommt mir noch bekannt vor. Der Herr Freeman. Schlauch. Reden wir erstmal mit dem Herrn Freeman. Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Hey. Ich bin aber doch jemand. Nur weil ich blonde Haare hab, Mann. So. Was machst du denn da am Brunnen? Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Okay? Indem du irgendwas stumm ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Glitzer. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Oh. Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo. Okay. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Du bist Ungumbo. Boah, jetzt hab ich's dir aber gegeben. Kannst du mir was zu dem Kellerschlüssel erzählen? Ach Mann, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand.
Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Mhm. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. In den Popo-Schlüssel. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ersche. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ersche. Ich rede hier von echten Schätzen. Ersche? Mua. Wozu der Kellerschlüssel? Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Fussel! Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Gumbo! Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ersche. Ja, okay. Einfach mal jetzt von den Erschen weg. Aber irgendwie stresst mich das von dem Nest hier. Aufgaben der Oberin. Komm, wir weisen den Herrn Freeman mal zurecht. So von wegen, boah, wir machen den jetzt voll nieder. Und dann ist der. Dann gumpen wir aber mal richtig hier. Dann sind wir hier voll Gumbo und du bist Ungumbo. Also. Sag mal, hast du nichts zu tun? Gumbo. Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Gumbo. Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Gumbo. Wir sollen aber die Termiten verscheuchen. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Nicht? Komm, du siehst doch ganz schnuckelig aus. Mal gucken, ob die auch auf dich stehen. Arr, kleiner Süßer. Komm, freuen wir den mal nach hier, nach dem Beten. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Natürlich. Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Oh. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir. Weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Oh mein Gott, er sorgt sich um uns. Oh, das ist mein Traum, Mann. Ah, mein Traum, Mann. Ich würde ihn am liebsten direkt so in den Brunnen reinwerfen und, keine Ahnung, vergewaltigen oder so. Klosterregeln. Klosterregeln. Aber lieber Freeman, das darfst du doch nicht. Wir sind doch ein braves kleines Mädchen. Du musst doch auf uns hören. Also hör mir zu. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Ja. Na, da bin ich aber mal gespannt. Also... Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Aha. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Ist aber doch so. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Motorenöl. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Spaß? Kein Wunder, dass dich niemand mag. Ah, weil wir beide Spaß haben. Komm, ich kenne da so ein schönes, ruhiges Zimmer. Brunnenverbot. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Der Typ betrügt mich mit einem Brunnen. Kann ich ihm nicht irgendwie das Seil hier so um den Hals wickeln und ihn an den Baum hängen? Der betrügt mich mit einem Gegenstand. Frauen sind keine Gegenstände. Schnüff. Aber der Brunnen ist doch so tief. Sag mal, bist du immer noch da? Ja. Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Mhm. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Mhm. Keine Sorge. Ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Nicht? Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat. Sondern, weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Aber Freeman, du kannst doch nicht einfach in den Brunnen steigen. Obwohl, so Kleingeld, wenn ich den so zu Kleingeld zusammendrücke und den dann da reinwerfe, vielleicht geht ein Wunsch für mich in Erfüllung. Ah, wie süß! Los, Lilly, mach das nochmal, das war süß. Mach das nochmal. Die hat irgendwie so mit dem Fuß gestampft. Das war voll süß. Komm, mach das nochmal. Mach das nochmal. Komm.
Komm. Na komm. Los, Lilly. Na komm. Lilly. Ui. Ich finde die so süß. Okay. Ein Gartenschlauch. Hey, weg da. Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie hey. Nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Oh. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Okay. Hey, ich will aber... Kann ich dir mein Inventory tun? Ich will dann aber hier reintun. Oder kann ich dem hier... Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Ich wollte schon sagen, dem das zieht so den Hals auch wickeln, wenn es mit dem Seil da schon nicht geht. Pardon. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Können wir das dann hier irgendwie so strahlmäßig hier hochschießen? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Ach, dieser Freeman, er ist ja schon zauberhaft. Okay, warte. Keine Ahnung. Zum Schulteich. Okay. Da hinten ist wohl irgendwie so eine Poolparty oder so. Schätzchen? Hey! Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Mein Schätzchen ist weg. Hallo? Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Ja, wo war der Liebe nur? Ja, wo ist er denn nur? Ja, wo ist er denn? Lilly! Hilfe! Lilly hörte aber genau. Schlauch zum Schulteich. Wir müssen dem armen Freeman ja irgendwie helfen. Nicht wahr? Schade. Der Wasserhahn war leer. Oh je. Schade. Gartenschlauch? Gartenschlauch nehmen? Dann tun wir es eben in Wasser. Da rein. Ey, du sollst nie. Na komm, in. Ah, warte. Da ist ja noch ein Busch. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem Ding. Wow, wir haben ein Ding gefunden. Gibt es jetzt ein Achievement? Dann packen wir das mal an. Da müsste eigentlich Ding stehen. Okay. Pompo? Lilly, schalte das sofort ab. Klar. So. Ich will aber... Lilly, schalte das sofort ab. Ich will aber... Lilly, schalte das sofort ab. Ich will das aber. Lilly, schalte das sofort ab. Ich will das aber immer noch. Lilly, schalte das sofort ab. Okay. Aber genau wo? Okay. Aber da ist ein Bienennest. Dann. Oh. Was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Ups. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ups. Okay.
Lilly! Lilly hört ab. Genau, wo war? Wo war der nur? Ich will aber jetzt da Wasser reinhaben. Lilly! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab! Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen! Dann Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Okay, dann soll die Oberin erstmal lernen zu reden, ohne zu sabbern. Meine Güte. Sabber, sabber, sabber. Oh, süß. Er hat sich für uns angemalt und süß gemacht. Oh. Kriegen wir jetzt den Schlüssel? Können wir den jetzt hier irgendwie so das Ding hier so um den Hals wickeln oder so mit dem Lasso so fangen? Hey, Freeman. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Mhm. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Yep. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Freeman war böse, Frau Oberin. Der war böse. Bienennest. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Das? Cool, das geht ja. Schlauch geht nicht. Sei ins Kloster. Zum Schulteich. Tschüss, Freeman. Der vegetiert da hinten dann mal schön vor sich hin. Aber wir haben jetzt endlich was Süßes für die lieben Termiten. Also, auf zur Edna. Aber, Lilly, du bist voller Honig. Du hast da irgendwie hingepinkelt. Okay, probieren wir das mal. Termiten, Baum, Termiten. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. An Edna? Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Das ist irgendwie traurig. Reifenschaukel? Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel hing in so unerreichbarer Ferne, dass Lilly fast meinte, ihre Beliebtheit dahinter zu erkennen. Was für eine Beliebtheit? Obwohl, die Lilly, die ist doch... Ja. Okay. Auf den Komposthaufen. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein! Nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Das hat sich sehr ungesund angehört. Schätzchen, lauf, Lilly. Schnell lauf! Lauf, 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 lauf.
Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Schätzchen? Zensurgnome. Warum pinselt der die Pink an? Pink, hallo? Auf der Hülle von dem Spiel steht ab 12. Das kann doch ruhig rot sein. Aber die Teile sind lustig. Aber ich kapiere das nicht. Zensurgnome. Können wir die Farbe von dem mitnehmen? Termiten. Termiten. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Mhm. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Besonders, weil Pink auch seine Lieblingsfarbe ist. Und der liebe Freeman hat den Kellerschlüssel für uns hier gelassen. Supi. Cool. So, da können wir jetzt wenigstens weitermachen. Auf in den Keller. Und hier tapsen schön die Termiten rum. Alles fein. So, auf in den Keller. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Interessiert mich nicht. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Richtig. Auf in den Keller. Wuhu. So. Wir sind jetzt im Keller. Was können wir hier mit... Die Konservendose, die konnten wir mitnehmen. Oder? Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Okay. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Okay. Aber warum kann ich die nicht mitnehmen? Naja. Eine Schaufel. Oh. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Mhm. Auf mitnehmen. Einen Ofen. Einen Ofen. Einen Ofen. Ein Ofen. Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Das ist so tiefgründig. Aber wieso Lilly? Warum ein schwarzer Spiegel? Ich verstehe das nicht, armes kleines Lilly. Ein Presslufthammer. Hm, sympathisch. Okay. Fenster? Oh, zum Schulteich. Gut, da wir die Konservendosen ja nicht mitnehmen können. Aber wir jetzt die Schaufel haben, können wir endlich das Feld umbuddeln. Yay! Finde ich sehr gut. Hey, Edna! Hey, Edna! Hey, Edna! Yay! Du hast eine Schaufel gefunden! Ja? Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Mhm. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. Alles klar. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das sah gerade sehr ungesund aus. Das ist meine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Fliegerbombe. Ja, da hatte wohl irgendjemand hier aus dem Weltall so ein Attentat auf das Kloster vor, so scheint's mir. Hat's aber ein bisschen verfehlt hier auf dem Abhang. Also hätte hier so die Oberen stehen müssen, dann hier so, nee, putsch, und dann kracht die hier so voll runter und so. Fliegerbombe. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Richtig. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Wow! Eine Fliegerbombe. Ach, Jächen. Presslufthammer! Presslufthammer! Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Der Hake aufhebeln. So wird das nichts. Wir brauchen ein Werkzeug mit etwas mehr Wumms.
mehr Wumms. Wie wär's mit dem Wollknäuel? Wir können das so lange dagegen werfen, bis es einfach aufgeht. So wird das nichts. Wir brauchen ein Werkzeug mit etwas mehr Wumms. Dann sind Wattebauschen das Richtige. Vielleicht mit der Schaufel aufhebeln? Yippie! Du hast es geschafft! Okay. Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, süß. Jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Girl schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Explodieren? Gutes Stichwort. Ich hätte der am liebsten irgendwie... Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Boah, ist die Außerdem schön. Wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Oh ja, Schlaf. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Ich verlange Disziplin und Ordnung. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Flausen. So viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Ui. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Okay, alles klar, Edna. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und, Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Oh je. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Na, Lumpi. Dummes Kind! Natürlich. Ausgemagerte Katze. Guck mal, was für eine Wampe die hat. Aber also eher macht mir die Pflanze hier gerade ein bisschen Angst. Diese Topfpflanze. Erinnert mich an... So. Aber bevor wir jetzt hier das nette Kätzchen an die Pflanze... die Katze füttern. Beende ich mal den Part. Und sage bis zum nächsten Mal. Euer Nicepeachan. Tschüss.